Ach, guck mal an. Ein Einsatzfahrzeug. Na, wer hat sich denn jetzt nicht wieder benommen? Das ist aber. Oh! Das Auto war nicht gut. Das war aber schlecht, das Auto. Das war kein gutes Auto. Tja, Pech. Ja, da platzt bei der Werbe schon die Autoreifen, würde ich sagen. Ja. Da platzen wirklich die Autoreifen bei der Hitze schon. Und dabei haben wir noch keine 30 Grad. Wir haben erst fast 27. Was würdet ihr dazu sagen, wenn die Nachrichten Medien verkehrte Anker machen mit dem Gewitter, was gar nicht dabei der Sache ist heute? Wo war denn der Einsatzfahrzeug der Polizist, der Polizei hingefahren? Ich glaube, die Straße, Weidenstraße, Reibel. Hat aber ein Auto Vollbremse gemacht. Aber nicht geheuer, das Auto. Klang so, als ob das Auto fast Unfall verursacht hätte. Eigentlich war das eine Vollbremse. Wenn Autist schon als Loser. Oh! Sag mal, dieses Telefonat gibt mir sowas auf den Piss, hey! Ganz ruhig. Wenn autistische Kinder schon als Loser dastehen, dann stehen mit meinen Augen ADS-Kinder auch als Loser da. Gleichberechtigung ist Gleichberechtigung. Fakt ist Fakt. Und seit wann habe ich letzte Nacht um Punkt 0:15 angeblich ein Video reingepostet, was verstößt ist, obwohl ich 0:15 geschlafen habe? Was macht YouTube da wieder für eine Scheiße, auf Deutsch gesagt? Ich habe nichts gemacht. Nur 15 habe ich geschlafen. Die Meldung hat die Uhrzeit angezeigt. Nur 15 wäre ein Video reingekommen. Da war ich das gar nicht. Da hat sich der eine reingehackt oder was? Ja, es sind wieder Hacker unterwegs. Seid vorsichtig. Kann man sagen, alles Balle, Loser, Artisten und alles Kinder. Echt, ey. Einfach nur furchtbar. Fakt ist Fakt. Ich habe nichts gegen ADS-Kinder, Gottes Willen, aber ich komme auch selber mit solchen Kindern nicht zurecht. Wenn ich schon mit mir nicht zurechtkomme, komme ich mit solchen Kindern, ADS-Kinder, auch nicht zurecht. Und das ist auch Fakt, ist Fakt. Und Fakt ist Fakt, dass es heute kein Gewitter gibt. 40%, das ist ja fast gar nichts. Kannst du mit rauskommen, aber ich habe nichts gemacht. Du hast Telefonat geführt, was ist da reingehört? So, gut, dann kannst du jetzt wieder rauskommen. Ich meine das Telefonat da, nicht dich, du, ja? So, angeblich hätte ich letzte Nacht, ich habe von YouTube eine Meldung gekriegt, schon wieder. Ich hatte letzte Nacht um 0:15 Video reingepostet, was verstörend war. Ich habe 0:15 geschlafen, ich habe letzte Nacht keine Videos reingepostet. Nein, anscheinend will YouTube über Wasser 2 picken oder ist es Phishing von YouTube? Kann auch Phishing sein, ne? Ja.
Kommst jetzt bitte mit raus. Es geht jetzt nicht darum. 0:15 Uhr, was hast du gemacht? Ja, nur mal kurz auf Toilette, mehr auch nicht. Ja, dann hat YouTube auch eine Störung, oder was? Kann man auch nicht für übel nehmen, ne? Nur wenn ich jetzt weitere diese komischen Bitchings-E-Mails kriegen sollte. Nein, das werde ich dann an YouTube-Support-Team melden. Was es denn sollte, dauert diese Bitchings-E-Mails, Gmail zu kriegen. Deine Inhalte würden entfernt mit so einem Megafon drauf. Was, ne? Obwohl man nichts gemacht hat. Also das war ich wegen den Medien. Angeblich letzte Nacht 0:15 Uhr. Nee, du warst doch wach gewesen, hast doch in den Himmel geguckt. Ich war aber gar nicht in YouTube drin, was soll ich denn da? Ich war auch nicht, ich war am Schlafen. Nur 15 ist die Meldung gekommen letzte Nacht. Nur 15 wäre was. Weiß ich nicht, das habe ich schon mal gekriegt gehabt und das war nichts. Ja, das ist einfach nur Pishing, Müll, bis und geht nicht mehr. Und wir haben draußen wieder 27 Grad, merkst du es nicht? Ich merke es nicht. Ich lösche das sofort immer. Nein, du sollst die Wolkenformation angucken. Ja, ich habe schon vorhin schon gesehen. Stimmt, ne? Wie meinst du jetzt, du hast mich gerade angeflaut? Ich hab dich gar nicht gemeint, ich meine dieses Telefon. Ach, ich meine dich auch nicht. Wieso gesagt? Ja, den Namen konntest du nicht reinsagen, ist aber logisch. Ich weiß, wie du gemeint hast, aber ich sage den Namen nicht. Nein. Nee. Warum soll ich? Wenn YouTube mir schon unterstellt, ich hätte letzte Nacht 0:15 Uhr was reingepostet, was nicht stimmt, was gar nicht Tatsache ist, Wahrheit beruht. Wieso denn einen aus Dortmund hat man auch was unterstellt bei YouTube? Ja. Den KBF. Dass er das und das reingepostet hätte, da ist er schon mal unter Verstöße gemeldet worden. Der war schon mal gesperrt gewesen für ein paar Wochen bei YouTube. Nein. Nur weil er diese komischen Videos reinpostet mit, ne? Nur YouTube ist sowieso, weiß ich nicht. Meine gut, YouTube geht noch. Da ist TikTok schlimmer. Oder nicht? Ja, TikTok ist schlimmer, weil die alles zulassen, fast quasi gesagt, ne? Das mit dem blauen Auge da, mit dem häuslichen Gewaltfilter da, dieses Gesichtsfilter da bei TikTok, haben sie TikTok scheiße gebaut. Mhm. Da hat sich jeder eine schon bei Video auf TikTok beschwert, aber jetzt ohne Scheiß. Ich meine, das braucht auch nicht sein, so ein Filter bei TikTok. Schon mal gar nicht für Kinder. Für Kinder ist das ein Albtraum, ehrlich gesagt. Weißt du das? Ich sag dir nicht immer das. Ich hab Angst vor 27. Was? Angst nach Warten. Da muss einer auf mich aufpassen. Hast du einen, ne? Ja, ich habe einen. Meine Schwester, die ist ganz gut. Die kennt sich ja damit gut aus. Die ist halt immer mit Leid. Ja, irgendwo ist wieder ein Bagger zugange. Oder halt ist ein Handwerker. Da, es geht schon ein Futter vor der Sticker da in Haus Nummer 20 rein. Gerade gesehen. Ein Handwerker. Nein, aber mach mal kurz WLAN an und aus wieder.